Freitag und damit der erste Tag des Stadtfestes. Und wir beginnen diesen Tag mit Schwimmsport in der wundervollen Sonne. Das Einzige, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass der Nachbar keine Zeit fand, mit uns mitzukommen. Naja, gut, wie geht's dir so? Freunde, Alter, was übertreibt. Ist, was ist denn das? Das ist eine Badekappe. Ein bisschen aerodynamischer. Alter, ja, weil du ja auch sonst so aerodynamisch bist. Die erste Einheit, die wurde absolviert, war sehr erfolgreich. Jetzt gibt es mal die Belohnung nach dem ausführlichen Sport. Lehre des heiligen Trimpop. Was bedeutet eigentlich Trimpop? Trimpop. So, zweite Runde. Also wir sind jetzt insgesamt wirklich eine Bahn hin, eine Bahn zurückgeschwommen. Für jede Bahn Bier. Oh. So, bevor das Freibad verlassen wird, selbstverständlich hier das Leergut eingesammelt und das Sargent schon nicht dabei ist, muss man ihn wenigstens irgendwie ersetzen. Was denn? Es ist 2:30. Oh, ich habe kein Wort verstanden. Ja, 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 die Tasche ist voll, die Tasche ist voll. Ich will es nie übertreiben hier. Es ist 13.30 Uhr. Es ist 13.30 Uhr, Alter. Das ist einfach der Lifestyle, dass so viel Bier schon im Freibad dann hier rumsteht. Massive Ehre an dieses Freibad, dass man hier einfach Bierflaschen mitbringen darf und hier auch so kaufen kann. Glasscherben wurden noch nicht erfunden in Pirna. War es 28. Die nächste Station des heutigen Tages? Die haben ja die Adresse von hier und naja, da steht ja Sing und dann aber die Packstationsadresse. Sing? Also als ob der Gemäl hier, der Schamal hier leben würde quasi. Na gut, wir distanzieren uns natürlich von diesen Aufkleber. Schmierereien sind vollkommen in Ordnung. Alter. Junge, was zum Geier. Naja. Ja. Die Leute, die können hier rumrandalieren, die können hier vandalieren, die können hier dran pissen, dran scheißen, das ist alles egal. Aber Eigenwerbung stinkt. So, Mahlzeit, wer sind Sie? Die Maya. Und wer sind Sie? Ich bin der Paul. Ja, das hier auch. Ja, erzähl mal bitte, was jetzt geschehen ist in den letzten 15 Junge, Minuten. Junge, die Notfalltoilette zum Mitnehmen ist perfekt für die nächste Wanderung. Oh, Alter. Ja, sehr gern. Alter. Aber das Statement muss ja nach Trinken kommen. Ja, was? Das ist der Quonger. Was? Das ist der Quonger. Alter, das soll ich mal ficken. Enrico, jetzt erzähl doch mal, was hier passiert ist. Bitte. Wir haben gerade ein Polizeiaufgebot ausgelöst. Aber durch was? Indem du laut Chip Tar gerufen hast, andere Leute haben es als rechte Parolen missverstanden. Ja. Und, also schaut euch unbedingt das Fanpost-Video vom Schender an, dann versteht ja, ihr das vielleicht. Deswegen ja? Haben die jetzt die Polizei gerufen und die haben uns dabei zugeguckt, wie wir hier den ganzen Scheiß einpacken. Und es hat sehr, sehr lange gedauert und ja, es ist wirklich geisteskrank, hoch 10. Chip Tar! Chip Tar! Das war wirklich ein schönes Erlebnis. Ja, welche? Chip Tar. Es ist wirklich faszinierend, wie wir das immer wieder hinbekommen, wegen nichts und wieder nichts so einen Aufriss zu erzeugen. Schaut euch doch nochmal die beiden jungen Leute aus Thüringen an, die Polizisten, die waren aber auch alle sehr nett. Das waren, glaube ich, 6 an der Zahl dann. Und ja, die haben uns zugeschaut, wie wir dann die ganzen Überreste der Fanpost zusammengepackt und entsorgt haben. Es war eine sehr bizarre Szene, in der Tat. Chip Tar. Kannst du dir nicht ausdenken. Der Wandertag 7.5 ist in den offiziellen Trends auf Platz 50, Alter. Vielen, vielen Mastern für diesen massiven Support. Liebe geht raus. Oh. Ja, Enrico, es ist soweit. Wir sind fast vollzählig. Ich kann mal präsentieren. Ich, oh ja. Bitte. Wollen wir mit einem Bier anfangen? Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Das ist halt ein bisschen gediegen, so, weißt du? Ja, aber die Leute wollen es halt nicht gediegen. Ach, es wird gleich ungediegen. Es wird gleich ungediegen. Ja. Ja, warte mal, ich muss mal die Verpackung wenigstens zeigen. Warte mal, ich bin da kein Multitasking-Mann. Was zum. Naja. Das hast du selbst gemacht?
Ja, das ist quasi eine Teekanne mit Pfeffi, Eistee und Eiswürfel drin. Und ich habe quasi nur so viel Klarsichtfolie, Frischhaltefolie drin gemacht, damit das nicht in der Bahn ausläuft, obwohl es sehr unwahrscheinlich war. Aber wenn der Autismus kickt, dann kickt der Autismus. Und wenn man sich gute Laune ansaufen muss, weil man es gleich mit sehr vielen widerlichen, ekelhaften Mistmenschen zu tun hat, dann muss man halt saufen. Ja, der August ist genau. Das sind alles die Komponenten. Oh Gott. Ja, bevor das hier alles losgeht, noch eine ganz wichtige Frage. Ja? Naja, haben wir heute schon mal? Alter, mit mir kannst du nie so eine Scheiße machen. jedes Mal, wenn ich deine Videos gucke, ich... Entwickelst du Hass, wenn diese Frage gestellt? Naja, ich weiß nicht, daran sind eher alle anderen schuld, die das mitmachen. Ha! Wie heute schon mal? Jetzt schon. Ja, ich versuche mich heute so asozial wie möglich zu benehmen, so unangenehm wie möglich aufzufallen und dafür zu sorgen, dass sehr viele Menschen Hass auf mich schieben, weil ich einfach wirklich Bock drauf habe. Ja, das mache ich auch. Haben wir heute eigentlich schon mal? Ja, ich meine, so viele Menschen wollen geliebt werden, aber so wenig Menschen werden gehasst. Und aus dem Umkehrschluss heraus sorge ich einfach dafür mit Absicht, dass man mich hasst. Nee. Wir haben Uwe gefunden, der wollte sich gerade duschen. Ich hab doch die Gießkanne auch noch dabei. Oh, geil. Ja, ich hab hier sowas ähnliches. Alter Schwede, ja. Da lacht die Porelle noch. Ja, ja. Das ist hier ein bisschen alles egal. Nee, jetzt will ich ja jetzt verlangen, soll ich auch nicht. Kein Wasser! Der immer gleiche Blödsinn. Wir werden zwar immer älter, aber werden nicht weiser. Ganz normales Shopping im Rewe. Alter, ich werde gleich irgendeine Oma unboxen, das schwöre ich dir. Gorbatschow E, haben wir heute schon mal? Das habe ich auch schon getrunken. Nee, ja, danke gleichfalls. Okay. Das ist aber alkoholfrei. Ey, das ist ein Mann mit Substanz. Putz. Das ist auch ein Mann mit Substanz. Das ist auch ein Mann mit Substanz. Ich habe jetzt schon zweimal Sachen gesagt, die rausgeschnitten werden. Ein drittes Mal kommt es nicht vor. Guter Mann. Alter. Maschallah. Das ist ein Gold. Junge, Mädel. Du bist Camping von du von mir, ja? Ja, mach ich. So, die erste Station des Stadtfestes ist das Riesenrad. Wer traut sich mitzukommen? Ja, ich denke mal, auf dem Riesenrad werde ich die restliche Scheiße saufen. Ich habe schon den Sitzen und der Menschenhass, der platzt förmlich aus mir raus. Ja. Alter! Ja, nee, alles gut. Alle Gondeln sind klimatisiert und beheizt. Das ist doch gut, dass die alle beheizt sind, alter Junge. Bei 30 Grad sollte man die Gondeln natürlich beheizen. Also, ich will nicht sagen, aber... gegen diese Regel. Das hier verköstigen, denn ich habe Höhenangst. Ich auch. Oh nee. Warum habe ich eigentlich immer wieder die Idee, ins Riesenrad einzusteigen? Ja. Oh Junge, nee. Ja, warte mal. Ich hasse die Idee jetzt schon so sehr. Das war natürlich ein Witz. Der Ausblick ist echt schön. Ja, weißt du, was noch schön ist? Sich am Leben zu erfreuen. Es tut mir wirklich leid an die beiden wundervollen Leute hier. Nein, die erfreuen sich am Leben, also geht's ihnen gut und uns nicht. Uns geht es schlecht, denn wir sind alkoholabhängig. Nee, das ist ja der Grund, warum es mir gut geht. Wir haben nur Spaß auf Alkoholkonsum. Also geht's den Leuten gut, also sollten wir den Leuten neben uns den Spaß verderben. Das machen wir, glaube ich, sehr effektiv. Ja. Das war eine Baba-Riesenradfahrt. Yeah. Ich schaue euch um, Janten. Darf ich? Gregor, dich kann man nie aus den Augen lassen, Alter. Mein Freund. Wir müssen zum Rummel. Das schneide ich nicht raus, wenn ich mir morgen nüchtern das schreibe. Ist mir egal. Das wollte ich hören. Doch, verprügelt dich! Sie verprügelt mich schon. Gute Frau! So sorry! Ach scheiße, ich dachte, ich hätte das Sarge, was sagst du dazu?
Das ist mir zu viel Kultur, die Dresdner Philharmonie. Da vorne ist die Asozialität, und zwar der Rommel. Wo sind hier die menschliche Asozialität? Hier sind ziemlich viele Muckel unterwegs. Das macht mich einfach glücklich. Tanzt man dazu. So, yeah, genau das. Genau das. Jo, die Hebe der Hei lang. Brutal heiß. Kann ich mal einem Langarsch ab. Junge, diese ganzen Tiere, die sich das Leben genommen haben, irgendwann hole ich dich hier raus, dich auch, dich nicht. Ich hoffe, Chris Hamsos und hängt hier bald. Alter, hol ihn raus, befreien! Befreien! Also was die Fahrgeschäfte angeht, ist das wirklich der dürrste Rummel / Stadtfest aller Zeiten. Das ist ja unter aller Kanone. Es gibt keinen Breakdance, es gibt keine geilen Schießbuden. Alter, nee. Das macht mich richtig, richtig matt. Ich werd geschlagen von meiner Frau, ich geh ins Männerwerk. Habt ihr heute schon gebumst? Nein. Habt ihr heute schon gebumst? Nein. Dann wird's Zeit, Mann. Ja. Also das Stadtfest geht hier drüben weiter. Wir gehen erstmal in Simmel und kaufen Getränke ein. Und nein, der Netto ist kein Getränkefachhandel. Also für Leute, die Alkohol mögen und genießen und schätzen und Ahnung haben vom Leben. Im Gegensatz zu mir. Im Gegensatz zu ihm. Alter, oh, Entschuldigung, haben Sie jetzt schon gebumst? Während meiner Flucht vom Schänder, der mir das Leergut stehlen wollte, Mahlzeug, habe ich diesen Mann getroffen. Wie geht's Ihnen? Ja. Gerade beschissen, dieses Scheißteil funktioniert nicht. Ich habe es zugemacht, aber es zeigt mir an, dass es immer noch weiterläuft. Ich könnte dich kotzen, Alter. Bist du unterwegs zu einem Bumstreff? Ich wollte eigentlich zu euch kommen. Achso, wir sind jetzt hier, wir gehen jetzt in Simmel. Ja, ich muss erstmal nur dieses scheiß Fahrrad zubekommen und loswerden und dann. Moin! So will man. Aber sehr gern. Aber es gibt Zeichen. Machen wir mal anders. Alter! Das wird direkt in Sub investiert jetzt im Simmel. Ja, hoffe ich doch. Vielen Rattenkock. Was geht? Kamel? Drei Punkte! Jawoll! Hast du es? Ich musste anrufen, diese Scheiße, Alter. ey, das war gerade der beste Moment, einfach zu flüchten, Alter. Da hinten ist der Schänder, der filmt immer noch dieses wirre Treiben. Und da ist auch noch eine Pfandflasche. Ui, Junge! Alter, geil. Oh, ja. Support. Du rufst jetzt an? Ja, weil... Ach, wenn du das stehen lässt, kriegst du dann die Rechnung oder was? Genau, die Zeit läuft ja weiter, weil ich habe das zugemacht. Also wenn ich das jetzt in die Elbe werfen würde, würdest du dafür verantwortlich sein? Nö, ich habe ja ein Beweisvideo und das... Ach, stimmt, was, verdammt. Ja, du hast recht. Ich komme ja nicht mal hier rein, weil das Internet hier so beschissen ist. Habe ich was verpasst? Ich habe jemanden gefunden. So, jetzt geht's weiter hier. Wir sind gleich im Simmel und hier ist schon das erste Getränk. Bitte Nachricht an den Götz mal kurz. Du kommst morgen nach Dresden. Hast du gehört? Du kommst morgen nach Dresden. Nur fürs Protokoll, wir haben es versucht. Hast du heute schon gebumst? Ich hoffe, ich werde heute noch bumsen. Das reicht mir vollkommen aus, da brauche ich ja nicht mehr bumsen. Ich hoffe, du bist gekommen. Ja, ja. Ich wusste es. Wir sind absolut im Paradies. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Henry, in einem begehbaren Kühlschrank. Das ist wirklich das gute Leben. Ui, Jamal, du bist ein guter Mann. Aber die Entscheidung fällt mir trotzdem nicht einfach.
weg. Oh nee. Moment, das ist jetzt bei deinem. Nee, das ist nicht gut. Das ist Haram, Rudi, das macht man mit dem Vlog auf. Haben wir schon? Mädel? Wir haben Jamal in August verloren. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, nicht sie weg. Ja. Yes. Achso, wir müssen noch auf Meister August warten. Müssen wir das? Nö, eigentlich nicht. Jungs, bitte nur noch ein Statement zur Sachlage. Ich bin übel dreckig, Alter. Warum haben Sie warme Klamotten an? Klamotten? Was? Naja. Was ist denn euer... Das nennt man Pornografie. Es gibt nur einen Ausgang. Ein wunderschöner Moment, und zwar haben wir schon mal... Das macht mich sehr glücklich. Oh ja, das gefällt mir. Mir auch. So, jetzt dürfen wir natürlich die Glasflaschen nicht mehr mit reinnehmen, deswegen... Das ist ein sogenanntes Alkpacka und ich muss sagen, das ist genau die Form von Humor, die ich als sehr, sehr gut erachte. Ja. Darf ich fragen, wie lang eure Lümmel sind? Viel zu kurz, ja. Feinstes Kleinwerkzeug! Fein zu speisen werden jetzt eingenommen. So, das ist das erste Mal auf dem Stadtfest, feinste Pelmeni, die sind äußerst köstlich. An dieser Stelle geht ein dickes, fettes Shoutout an Speckfinger Fettkock. Warum nimmst du nie beim Stadtlauf teil, Brudi? Naja, meine alte Sportverletzung schafft es halt immer. Ah, meinst du die Titanplatte im Jahr? Aber dafür steht das Ding jetzt 5 Stunden. Alter, wir könnten mal probieren. Henry. Also das ist kostenfrei. Und deswegen nehmen wir es einfach mit, dank an Krombacher. Ist natürlich eine Schande eigentlich, aber für Ume, Alter, einem geschenkten Gaul. Hat man mich schon mal Echsen sehen, schaut man nicht ins Maul. Alter, das ist ja warm. Das ist ja einfach warm. Ah, stabile Pace, Bruder. Statement? Jo, du trinkst alkoholfrei, du fällst dich wirklich schämen. Mach ich auch. Abgehobener Bastard. Mann, es ist Ume. Da ist er, mein Schatz! Sergeant! Ja! Steve! Danke für das Thumbnail des Vlogs! So, wir gehen jetzt zum Pimmelpumpenhaus und... Ich hoffe, ich stürze in den Tod. Das sind wir schon, zwei... So, also, die erste Frage ist, haben wir jetzt schon mal Mahlzeug? Ja. Und Enrico, warte. Wodka, oder was? Wodka, und danke für das Popcorn, Brudi. Popcorn, ey. Der Mann hat es echt geschafft, in einen sehr schönen Club mit dieser Hose zu kommen. Ey, wir sind schon alle mal gewaltig. Alter, auch euch heute mal die Frage, habt ihr euch schon gepumst? Ja, aber ich bin hier gekommen, weil ich so besorgt war. Du bist, Alter, du bist einfach ich. Das ist genau 20 Minuten her. Hey, Papa, du, der Hammer, der Hei. Hier wird gerade eine abendliche Mahlzeit eingenommen. Oh nee, die habe ich gerade gestört mit meinem Blitz. Oh nee. Scheiße. Junge, ei, die Grausamkeit der Natur. Letzte Worte für heute? Ich habe sehr viele Rennen auf dem Gewissen.
So, ist jetzt drei durch, Statement. Ja, mein Guter, kannst du diesen Vlog abschließen mit ein paar weißen Worten? Showdown in Fort Henry. Nur eine Frage, wird es da gerichtet? Absolut. Mein geliebter Bruder, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wie war denn das Stadtfest? Es ist nur eine ganz einfache Frage, ich gehe auch gleich weiter. Ich will sie gar nicht belästigen.